Guten Morgen, wir haben heute den 13. Mai, heißt heute ist Muttertag, deswegen möchte ich meine Mama ganz lieb grüßen hier aus Australien. Wir sind jetzt gerade am Coral Beach angekommen. Ich wollte auf jeden Fall die Chance nutzen, einfach meine Mama ganz liebe Grüße und danke für alles zu sagen. Hab dich lieb, Mama, und ich vermisse dich ganz doll. Wir müssen jetzt langsamer fahren, weil hier einfach Schafe über die Straße rennen. Aus wie ich fahren, Freunde? Ich glaube schon. Guten Morgen, wir sind heute extra früh aufgestanden. Jetzt müssen wir leider noch an der Tankstelle warten, weil die erst um 7 Uhr aufmacht. Aber dann fahren wir nach Monkey Maya. Das ist so ein Ort, einfach so eine Bucht, wo so Delfine morgens hinkommen. Wenn man Glück hat, darf man die auch füttern mit so einem Ranger. So, es ist jetzt 7.29 Uhr und wie man unschwer in den Autos vor bzw. hinter uns erkennen kann, sind wir nicht die Einzigen, die unbedingt Delfine sehen wollen. Ich mag Delfine füttern. Wenn mir das irgendjemand wegnimmt, dann gibt es Ärger. Das war Vanessa ihre Lieblingstiere früher. Das mir gerade erzählt, ihr ganzes Zimmer war voller Delfine. Das war richtig schön. Gabi kann ihr mal als ihre Mama in die Kommentare schreiben, wie schlimm es war. Das war extrem. Wir waren jetzt gerade bei den Delfinen, Vanessa regt sich auf, dass sie sie nicht füttern durfte. Ja, das war eine blöde Kuh. Das haben wir jetzt mal überhört. Nee, es war echt schön, die Tiere zu sehen. Die waren auch total neugierig und haben uns selber auch immer beobachtet. Das haben auch diese Guides da gesagt, dass sie halt auch extrem neugierige Tiere sind. Das heißt ja auch, dass Delfine eigentlich so mit dem Menschen so die mit einer der intelligentesten Tiere auf dem Planeten sind. Und jetzt gehen wir wohin? Blue Lagoon. Blue Lagoon und lassen ein bisschen die Drohne fliegen. Travelers Autobahn hat uns gerade eben geschrieben, dass sie nicht zahlen wollen, weil es ja nicht so schlimm sein kann, wenn wir die Strecke bis jetzt fahren konnten. Und irgendwie denken die wahrscheinlich, wir haben es einfach nur gemacht, dass wir Geld bekommen. Ich bin gerade irgendwie auf 180, muss mich gerade ein bisschen zusammenreißen, weil ich finde es eigentlich eine echte Frechheit. Wir sind ja wegen dem Problem schon hingegangen. Die haben gesagt, es liegt an dem Motor. Es gibt keinen Grund zur Sorge und was weiß ich, und jetzt hat es halt nicht geklappt, dann müssten wir jetzt 1300 Dollar zahlen für die scheiß Reparatur und jetzt wollen die das nicht übernehmen. Ich finde es richtig frech, weil ich denke eher, dass die den Propeller da zum Kühlen kaputt gemacht haben, als sie den neuen Motor da eingesetzt haben, und es kann nicht sein, dass, wenn von Anfang an das Problem war, dass die es nicht übernehmen. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch nochmal anrufen, wenn die das jetzt nicht zahlen wollen, weil ja, ich finde es eigentlich eine richtige Frechheit. Auch. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Hier sind ganz viele Kakadus, die uns leider auch alles verscheißen, aber die sehen einfach so schön aus. Und die haben so einen rosanen Kopf, ich weiß gar nicht, ob man es erkennen kann. Jetzt zieht gerade den Popo hin. So, einen wunderschönen guten Morgen hier vom nächsten Tag. Wir sind jetzt hier gerade am Shell Beach und die gehen jetzt gleich noch da runter. Der Shell Beach ist ein Strand, wo nur aus Muscheln besteht, eigentlich ziemlich cool. Und was hier jetzt schon mega nervig ist, wir fahren hier heute in den Nationalpark und treffen uns da mit Dennis.
Was jetzt schon mega nervig ist, die ganzen Fliegen. Leute, ohne Scheiß, es ist wie bei den Pferden bei uns in Deutschland. Die fliegen dir ins Gesicht und überall einfach. Und es ist nicht, weil man stinkt oder so, sondern einfach, weil die einfach, die haben nichts Besseres zu tun. Ich frage mich, was diese Scheißdinger gibt. Jetzt geht's aber erstmal los. Campingplatz angekommen. Wir räumen aber gar nicht groß aus, weil wir einfach so Hunger haben, dass wir erstmal direkt essen gehen jetzt. Was gibt's zu essen? Nudeln. Wie immer. Burger, ich habe das Gefühl, die Nudeln haben die Burger abgelöst.